Dank der neutralen und weltweit einheitlichen Architektur, auf der das Internet basiert, können Milliarden von Menschen fast überall einen freien Zugang zu Wissen und Informationen haben. Regierungen und Firmen sollten auf diese eigentlich keinen Einfluss haben. Doch ein wichtiger Teil dieser Technik wird derzeit bedroht. Sony Music versucht, auf dem Klagewege ein abschreckendes Exempel an einem sogenannten DNS-Resolver zu statuieren. Dieser Resolver wird von einer kleinen, gemeinnützigen und spendenfinanzierten Firma namens Quad9 betrieben. Ein DNS-Resolver, Domain Name System Auflöser, ist sozusagen ein neutraler und automatischer Wegweiser. Alle Webseiten im Internet sind für unsere Geräte eigentlich nur über ihre kryptische IP-Adresse zu erreichen. Das heißt, immer wenn du eine Domain wie zum Beispiel freiheitsrechte.org eintippst, geht deine Anfrage zuerst an einen solchen Wegweiser. Dieser schickt die zu dieser Domain hinterlegte IP-Adresse zurück an dein Gerät. Erst jetzt findet es den Weg durch das Internet zum Server der Webseite. Im Alltag nimmt man diese wichtigen und eigentlich neutralen Wegweiser nicht wahr. Die meisten Menschen nutzen ganz automatisch den Wegweiser ihres Internetproviders. Andere entscheiden sich aber auch bewusst für einen alternativen DNS-Resolver, etwa von Google, oder aber für einen besonders sicheren und datenschutzfreundlichen, zum Beispiel eben den Resolver von Quad9. Doch gegen diesen hat Sony Music nun eine einstweilige Verfügung erwirkt. Seitdem muss Quad9 den Zugang zu einer bestimmten Website sperren, weil auf dieser angeblich Urheberrechte verletzt wurden. Offensichtlich geht es Sony nicht um diese konkrete Urheberrechtsverletzung, denn die Seite kann jetzt immer noch über jeden anderen DNS-Resolver erreicht werden. Sie kann jederzeit über ihre IP-Adresse oder über beliebig viele alternative Adressen aufgerufen werden. Die einzig wirksame und durchaus mögliche Methode, um Illegales aus dem Netz zu entfernen, ist das Löschen. Darum hat sich Sony aber bisher nicht ernsthaft bemüht. Es geht Sony also offensichtlich darum, auf juristischem Weg Internetsperren zu etablieren. Das zeigt auch ein Blick auf die Karte. Sony Music sitzt in München, Quad9 in der Schweiz. Klage eingereicht hat Sony Music aber zunächst am Landgericht Hamburg, welches dafür bekannt ist, typischerweise im Sinne von Rechteverwertern zu urteilen. Und später dann in Leipzig. Besonders bitter daran, Quad9 ist erst vor kurzem aus den USA in die Schweiz umgezogen, um die Nutzerinnen und Nutzer mit den höchsten Datenschutz- und IT-Sicherheitsstandards schützen zu können, auch vor den übergriffigen US-Geheimdiensten. Je nachdem, wie es mit Quad9 nun weitergeht, werden sich andere gemeinnützige Dienste sehr gut überlegen müssen, ob sie noch in Deutschland oder in Europa aktiv werden können. Nach der einstweiligen Verfügung bleiben Quad9 nun zwei Möglichkeiten. Auf eigene Kosten eine neue Sortierfunktion einbauen, die zwischen deutschen und nicht-deutschen Nutzerinnen und Nutzern unterscheidet. Oder die betreffende Website global sperren. Doch beides ist gefährlich für den freien Informationsfluss im Internet. Im ersten Fall entstehen einem neutralen und unbeteiligten Internetdienst erhebliche Kosten, um die Interessen eines privaten Rechteverwerters durchzusetzen. Im zweiten Fall führt die Entscheidung eines nationalen Gesetzes zu einer globalen Sperrung. Nach diesem Prinzip könnte es bald Alltag werden, dass auch Gerichte in Ungarn, Polen oder Russland die Sperrung unliebsamer Webseiten beschließen, die dann weltweit nicht mehr erreichbar wären. In diesem vielleicht unbedeutend erscheinenden Fall steht also viel auf dem Spiel. Spendenfinanzierte Dienste wie Quad9 können nicht jede einzelne Forderung eines Unternehmens in einem Gerichtsverfahren prüfen lassen. Kleine Anbieter werden dazu übergehen, auf bloßen Zuruf der Unternehmen zu sperren, um nicht pleite zu gehen. Wenn Sony Music mit dieser Klage durchkommt, könnten hunderte weitere Sperraufforderungen auch aus ganz anderen Bereichen folgen. Deswegen unterstützen wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte Quad9 juristisch beim Abwehren der Klage und indem wir die Gerichtskosten übernehmen. Wenn du uns dabei helfen willst, verbreite dieses Video. Unterstütze uns mit einer Spende oder werde Fördermitglied bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Gemeinsam können wir mit Quad9 für deine Informationsfreiheit kämpfen und als Zivilgesellschaft großen Rechteverwertern wie Sony Music die Stirn bieten.